Nein, Goldfische haben nicht nur ein 3-Sekunden-Gedächtnis. Was soll diese unverschämte Respektlosigkeit schon wieder? Dieser Bullshit hat sich in der ganzen Welt verbreitet und es gibt null wissenschaftliche Studien, die das je behauptet haben. Schlimmer noch, es ist seit mehr als 60 Jahren bekannt, dass es völlig falsch ist, aber alle wiederholen es wie Schafe. Die Wahrheit ist, dass Leute, die Goldfische in winzigen Aquarien halten, sich schämen und deshalb lieber behaupten, dass Goldfische dumm sind, um ihr ethisch fragwürdiges Verhalten zu rechtfertigen. In Wirklichkeit haben Goldfische ein so gutes Gedächtnis, dass sie oft als Modellorganismus für die Untersuchung des Gedächtnisses und des Lernens bei Fischen verwendet werden. Es ist zum Beispiel möglich, ihnen komplexe Aufgaben wie das Entkommen aus Netzen oder das Schwimmen in Unterwasserlabyrinthen beizubringen. Sie sind sogar in der Lage, sich daran zu erinnern, und zwar nicht nur für 3 Sekunden, sondern Wochen und sogar viele Monate später. Sie wären auch in der Lage, Individuen nach sehr langen Zeiträumen der Trennung zu erkennen. Kurz gesagt, vergesst eure halbgaren Ideen, natürlich stehen wir den Fischen nicht sehr nahe und ganz im Ernst, die große Mehrheit der Menschen hat keinen Respekt vor diesen Tieren, vor allem, weil sie in Dokumentarfilmen oft nur 5 Minuten lang gezeigt werden, bevor sie von Walen oder anderen Fleischfressern im Meer ausgelöscht werden. Aber das ist keine Entschuldigung, also sei nicht so gemein zu diesen wunderbaren Wesen, die bis zu 20 Jahre alt werden können und sich monatelang perfekt daran erinnern, wie hässlich eure missratenen asymmetrischen Gesichtszüge sind.